Kann man, wenn man der Meinung ist, dass die bienengefährdenden Pestizide verboten werden sollen, kann man auch seine Unterstützung online mit abgeben. Dazu vielleicht ein Satz von Christoph Bautz, denn bei Campaign kann man mitmachen. Ja, wir sind hier nicht alleine, sondern insgesamt fast 200.000 Menschen haben mittlerweile schon bei Campact unterschrieben gegen das Bienensterben für eine andere Landwirtschaftspolitik. Ganz viele Imker haben sich mit eingeklinkt und gemeinsam haben wir hier schon am letzten Mittwoch unseren Protest vor das Kanzleramt getragen. Also wir sind viele schon hier auf dem Platz und viel, viel mehr Menschen unterstützen uns bundesweit. Danke, Christoph. Und dort ist Carla Brötzel. Carla Brötzel steht hier für alle jungen Landwirten, die den Hof übernehmen und nicht aufgeben und verkaufen an die, die 300.000 Hähnchen in einem Stall messen. Ein Applaus für Carla Brötzel, einmal nach vorne. Ja, und Carla ist hier mit dem Traktor hergefahren und nicht hier aus der Region, sondern sie ist in Einbeck gestartet bei Göttingen, hat eine lange Tour hinter sich. Und ist dann hier gerade eingetroffen mit vielen, vielen Traktoren. Wir haben gehört, weit über 60 haben sie heute Morgen hier beim ICC getroffen, da wo gerade die Grüne Woche ist. Und haben sich dann hier mit einer Tour durch Berlin aufgemacht und sind hier angekommen. Nochmal ein herzliches Willkommen an all die Traktorfahrer, die aus ganz Deutschland hierher gekommen sind, an die Landwirte hier. Klasse, dass ihr da seid. Carla ist von der jungen ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, wo sich viele kleine konventionelle und viele kleine und mittlere Biobetriebe zusammengeschlossen haben, um für eine andere Landwirtschaftspolitik zu kämpfen. Carla, wie war die Fahrt hierher? Hast du sehr gefroren? Naja, so ein moderner Trecker hat ja Gott sei Dank eine Heizung, ne? Also es war nicht sehr kalt, aber insbesondere auf dem ersten Stück doch auch sehr schneeig und rutschig und da hilft auch ein Trecker nicht. Aber in der zweiten Hälfte sind wir zu zweit auf dem Trecker gewesen. Ich hatte eine sehr detaillierte Navigation dabei, Annemarie, und das war schon auch ein entspanntes Fahren. Und kurz vor Berlin haben wir uns mit einem zweiten Schlepper getroffen und sind dann zu zweit durch den Freitagnachmittagsverkehr, was doch auch sehr spannend war. Du bist bei der jungen ABL, also der Jugendorganisation der ABL. Was macht ihr? Wer seid ihr? Ja, wir sind Junglandwirte und Landwirtinnen, viele Studierende, Leute mit Hof, ohne Hof, und wir wollen alle aktiv in die Landwirtschaft einsteigen. Und immer wenn man anfängt, über den Hof nachzudenken und was mache ich mit dem, landet man verdammt schnell bei der Agrarpolitik, bei den Rahmenbedingungen, die sie uns liefert, und dass es so irgendwie nicht richtig funktioniert. Insbesondere für die Leute, die ohne Hof von den Eltern kommen und neu anfangen, die brauchen einfach Rahmenbedingungen, dass sie an Land rankommen, an Hof rankommen, Betriebsmittel. Und im Moment ist es so, dass es einfach, wenn Höfe oder Leute aufhören, in Rente gehen und keinen Hofnachfolger haben, der größte Landwirt sein Land kriegt und der Hof geschlossen wird. Und da brauchen wir einfach Bedingungen, dass diese Höfe auch weiter an junge Leute gereizt werden. Ja, herzlichen Dank, Carla Brötzel, dass du hier warst. Und nochmal vielen, vielen Dank für hier die Landwirte, die gekommen sind.